So, meine Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Und ihr seid wieder am Start. Ja, es dauert ein bisschen. Ich dachte, durch Corona habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Aber jetzt habe ich mir die Zeit doch viel mehr genommen, irgendwie zu streamen. Ja, kommt das wieder zu kurz, das andere wieder zu lang. Die Zeit, die hatte ich vorher nicht gehabt zu streamen, weil wegen Arbeiten so und alles. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt Zeit habe zu streamen und dann streame ich gerne. Aber jetzt wieder für euch Drogöchen Popöchen heute. Also los geht es. Warum ist das hier so groß? Lädt. Es lädt. Okay. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich habe immer ein Problem, eben halt immer das Bild vernünftig immer einzustellen. Mal gucken. Ich fühle mich so ein bisschen heiser wieder. Oh. So, kann sein. Aber wer kümmert sich denn um mein Leben? Ja, Laurie, das werden wir jetzt erfahren. Etwas in ihrer Bemerkung bricht mir das Herz. Je mehr ich darüber nachdenke, wirkt Laurie wie ein frustriertes Kind. Frustriert darüber, dass sie bis in alle Ewigkeit in den Körper eines kleinen Kindes eingesperrt wird. Ja, das ist eben halt echt Sünde, ne? Da hätte ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock drauf, ne? Weil gerade als Kind fühlt man sich doch immer so ein bisschen vernachlässigt, ne? Niemand versteht mich. Ich würde sie gerne streicheln, aber Laurie ist kein Kind wie jedes andere. Vielleicht ist das ja auch gerade mein Problem. Ich rede mit ihr, als wäre sie ein 6-jähriges Kind, aber in Wahrheit hat sie ja schon Jahrhunderte auf dem Buckel und ist mir erfahrungstechnisch weit voraus. Ja, das stimmt. Ich muss für sie unausstehlich sein. Ich sehe, dass sie dennoch über meine Worte nachsinnt. Ich denke, dass ich dieses Mal ihre Aufmerksamkeit erregt habe. Das wäre wunderbar, oder? Und wenn du nun einen Unfall hättest? Hä? Ein Unfall? Ja, wenn du zum Beispiel auf den Treppenstufen ausrutscht und runterfallen würdest und dir dabei das Genick brichst. Warum fragst du mich das? Am besten gar nicht drauf reagieren. Ja genau, warum fragst du mich das? Laurie, warum kommst du auf solche Ideen? Ich versuche es auf eine andere Art. Sie sieht mich einen Moment lang an, schweigend an. Du verstehst das vielleicht nicht, aber sowas passiert. Die Menschen stürzen und brechen sich das Genick. Recht. Da ist dem ist nichts entgegenzunehmen. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Sie schafft es wieder, mir Angst einzujagen. Hat sie so etwas in der Art etwa erlebt? Momentan weiß ich ja noch gar nichts über ihre Vergangenheit. Ein Trauma könnte ihr ziemlich gestörtes Verhalten erklären. Ist so etwas schon mal passiert, Laurie? Hat jemand, der dir nachsteht, stehend in der Vergangenheit etwa einen Unfall gehabt? Muss ich wirklich ihre Vergangenheit nach möglichen Neurosen durchsuchen? Vielleicht. Sie knetet verträumt ihre Puppen herum. Offenbar habe ich einen Schwarze getroffen. Von allen Kindermädchen, die ich hatte, bist du diejenige, die mich am meisten hasst. Warum hasst mich nur alle? Nie will jemand mit meinen Spielsachen dingsen bumsen, weil ich so weit gedrückt habe, so schnell. Ich beruhige sie, komm. Ich hasse dich doch nicht, Laurie. Deine Brüder lieben dich. Wir müssen einfach nur ein Gleichgewicht zwischen uns beiden finden. Laurie schweigt wieder. Einen Augenblick lang. Ich würde mich freuen, wenn ich dieses Mal endlich überzeugt hätte. Aber sicher bin ich mir nicht. Sie kämmt in aller Seelenruhe die Haare ihrer Puppe und tut so, als werde ich weiter drücken und ich noch gar nicht zu Ende gelesen habe. Was denkst du, Mirabel? Sie sieht mich ganz unschuldig an. So kenne ich sie gar nicht. Mirabel sagt, dass ich versuchen sollte, ihr zu vertrauen. Ja, Mirabel ist sehr schlau, ne? Ich denke, wir sollten also den Rat von Mirabel befolgen. Aber sag mal, hast du vielleicht Lust zu spielen? Laurie lächelt zum allerersten Mal. Für mich fühlt sich das so an, als hätte ich eine kleine Schlacht gewonnen. Ach, süß. Laurie gibt mir eine andere Puppe und sagt mir in einem verspielten Ton, nimm das! Das ist Gemma! Das ist deine Puppe! Super. Ich liebe es, meine Tage damit zu verbringen, mit Puppen zu spielen. Ich nehme also Gemma und lächle der Kleinen liebevoll zu. Ich bin Lauries Babysitter. Da gehören solche Art Spiele nun mal zu meinen Aufgaben. Das ist richtig. Da darf sie sich auch gar nicht drüber beschweren. Er ist aus dem Puppenalter raus, jetzt wird im Puppenalter drin. So einfach ist das. Sie hätte sich auch einen anderen Job suchen können. Pizzabote oder sowas. Ne?
Nachdem ich für meine Puppe etwas zu anziehen gefunden habe, stimme ich zu, dass wir eine der unsäglichen Geschichten spielen, die Lori immer von irgendwoher vorzaubert. Okay, wir müssen jetzt wie sieht mein Numpad aus? Wir müssen ein Puzzle-Zauberspiel jetzt machen. Gut, Pause und sind gleich wieder zurück, ne? Warte mal, eben, irgendwie spackt mir das so total ab, ey. So. So, weiter geht's. Das war ein langes Puzzle-Abenteuer, ich sag euch das. Himmelarsch und Sphären, ey. So, ich hab Dreck auf meiner Brille. Ja, wieder weg. Okay. Also, Gemma ist zu Mirabels Geburtstag eingeladen. Die beiden sind schon seit sehr langem befreundet. Super, und dann? Ja, also Gemma ist zu ihr nach Hause gekommen. Jetzt nimmt sie meine Puppe und tut so, als würden sich beide herzlich umarmen. Hallo Mirabel. Hallo Gemma. Ich bin so glücklich, dass du zu meinem Geburtstag gekommen konntest. Sie gibt sie mir zurück. Ich spiele das Spiel lächelnd mit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich die Augen verdrehe. Ich bin auch so glücklich. Ich wirke bestimmt wie eine dumme Zicke. Sie will sich vor der Feier noch ein bisschen frisch machen. Ich nicke mit dem Kopf. Ich bin gerade zu allem bereit, wenn es nur dazu dient, diesen kleinen Teufel irgendwie zu besänftigen. Wow, das war jetzt aber echt viel, ne? Dafür, dass wir jetzt gerade nochmal irgendwie jetzt hier Karten gelegt haben, hier Memory gespielt haben, hör mal. So, das geht gar nicht. Das ist ja schon dreist. Ne? Also das ist echt gut. Jetzt müssen wir uns wieder mit Lori beschäftigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie gerade irgendwie spannend wird. Aber vielleicht ziehen wir sie so langsam auf unsere Seite. Weiß man nicht. Also meine Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschö mit Ö, ne? Und trotzdem aufs